Samstagmorgen 9 Uhr in Dessau, genauer gesagt auf der Kegelbahn von Grün-Weiß. Zum Spitzenspiel wurde am vorletzten Spieltag der Kegeln-Verbandsliga der Senioren der Tabellenzweite Geißenthal-Müchlen empfangen. Für Dessau ging es um die Verteidigung der Tabellenführung. Zum Saisonende kämpfen mit Grün-Weiß, Müchlen und Edderitz gleich drei Mannschaften um den Titel. Verliert Dessau, sind die Hoffnung auf die Meisterschaft begraben. Beim Kegeln der Heimvorteil von wesentlicher Bedeutung, die Favoritenrolle also klar verteilt. Den ersten Durchgang konnte Geißenthal-Müchlen offen gestalten, nur 5 Holz der Vorsprung für Grün-Weiß. Doch dann hatten die Gäste den besten Dessauern, Michael Höhne, Peter Lehmann, Lothar Heckert und dem tagesbesten Albin Gehler, nichts entgegenzusetzen. Gehler hielt als Ersatzspieler dem Druck stand und kam auf 538 Kegel. Am Ende stand ein deutlicher 3058 zu 2920 Heimsieg. Platz 2 ist den Dessauern damit nicht mehr zu nehmen. Gewinnt die Mannschaft am kommenden Wochenende in Edderitz, ist der Titelgewinn perfekt.